85% Mietsteigerung durch Sanierung. Im ersten Teil habt ihr Bilder der Wohnung gesehen und wir haben über Einzelheiten der Sanierung berichtet. Hier im zweiten Teil geht es jetzt konkret um die Zahlen. Also wie viel wurde konkret für die Sanierung ausgegeben? Wie hoch ist die monatliche Mietsteigerung in Euro? Und wie hoch ist die Wertsteigerung, die sich aus dieser Sanierung ergeben hat? All das erfahrt ihr gleich im Video. Ich begrüße euch herzlich hier auf dem YouTube-Channel der AMS Firmengruppe. Mein Name ist Heiko Kleschewski und ich werde euch jetzt etwas durch die Zahlen dieser Sanierung führen und die Auswirkungen, die sich konkret ergeben haben für unseren Mandanten. Wenn ihr das erste Video mit den Bildern noch nicht gesehen habt, dann holt das doch am besten nach. Beginnen wir mit ein paar Daten zur Wohnung. Die Altbauwohnung in Berlin-Friedrichshain liegt in einem Gebäude, das um die Jahrhundertwende 1905 gebaut wurde und ist knapp 63 Quadratmeter groß. Sie ist im Hinterhof gelegen, also sehr ruhig und sogar im ersten Obergeschoss. Das ist eigentlich das optimale Geschoss bei Altbauten, bei denen nachträglich kein Fahrstuhl angebaut wurde. Man ist nicht so auf dem Präsentierteller wie im Erdgeschoss, wo unter Umständen die Mitmieter, die über den Hof laufen, reinschauen können. Man muss aber mit seinen Einkäufen auch nicht 5 Treppen bis ins Dachgeschoss laufen. Im Jahr 2010 hat unser Mandant die Wohnung von uns für einen Kaufpreis von 90.500 Euro erworben. Das bedeutete 1.439 Euro den Quadratmeter bei einer Kaltmiete von 323 Euro, also etwa 5 Euro pro Quadratmeter. Diese niedrige Miete war auch ein Grund für den günstigen Kaufpreis. Dort war halt ein langjähriger Mieter drin, der einen entsprechend niedrigen Mietzins zahlen musste. Einige Jahre zuvor war die Technik im Gemeinschaftseigentum saniert worden, das heißt also Steigeleitung, Heizung, Stromleitung, Treppenhaus, Fenster und so weiter. Aber die Wohnung selbst war nicht umfassend saniert worden. Und diese Konstellation trifft man relativ häufig bei Altbauten in Berlin, so wie auch bei unserem aktuellen Objekt in Berlin-Friedrichshain. Die Betreuung durch uns, durch die AMS Firmengruppe, findet nicht nur während des Ankaufs statt, sondern auch während der gesamten Dauer des Investments und betrifft eben auch die Entwicklung der Miete. Wir prüfen, ob eben anhand des aktuellen Mietspiegels Mietanpassungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten durchgeführt werden können. Wie gesagt, 2010 lag die Miete bei 323 Euro. Wir haben die Miete dann 2011 auf 377 Euro erhöhen können. Und 2014 noch einmal auf 422 Euro. Also insgesamt in den 4 Jahren wurde die Miete für unseren Mandanten um 99 Euro monatlich erhöht, ohne dass unser Mandant dafür zusätzlich in die Wohnung investieren musste. Mieterhöhungen bedeuten nun nicht nur, dass man mehr Geld monatlich zur Verfügung hat, sondern Mieterhöhungen haben eine ganz konkrete Auswirkung auf den Wert einer Wohnung. Hier in diesem Fall konnten wir nur durch die Mieterhöhung den Wert der Wohnung um 30.000 Euro steigern, unabhängig von den allgemeinen Wertsteigerungen, die sich bei Wohnungen in Berlin ergeben haben. Wie kann man das berechnen? Wir haben hier unten die Rechenformel angedeutet. Das geht nach dem sogenannten Ertragswertprinzip. Der Ertrag der Wohnung hat sich eben um 98,90 Euro monatlich gesteigert. Das multipliziert mit 12 für 12 Monate ergibt eben den Jahreswert. Und dann wird das multipliziert mit einem ortsüblichen Faktor. Der liegt in Berlin-Friedrichshain mindestens bei 25. Eher noch drüber, aber wir wollen hier mal nicht zu hoch rechnen. Und wenn man eben diese Mietsteigerung pro Jahr mit 25 multipliziert, dann kommt man hier auf 30.000 Euro. Und das ist eben auch der Anspruch, den wir als AMS Firmengruppe haben, dass wir wirklich für unsere Mandanten aktiv Vermögensaufbau mit Immobilien gestalten wollen, auch nach dem Kauf. Nachdem also die Mieten gesteigert wurden mit dem Bestandsmieter, ergab sich 2017 die Situation, dass die Wohnung frei wurde, das heißt, das Mietverhältnis wurde aufgelöst. Und wir haben unseren Mandanten nun beraten, ob es sinnvoll ist, die Wohnung weiter zu vermieten, natürlich nochmal höher, das wäre in Berlin-Friedrichshain auch kein Problem gewesen, oder ob es sich für ihn lohnen würde, anhand seiner individuellen Situation die Wohnung zu sanieren, also nochmal Geld in die Hand zu nehmen, dann noch mehr Miete zu bekommen und natürlich auch eine entsprechende Wertsteigerung.
Die Zahlen, die wir vorher kalkuliert haben, haben sich im Nachhinein so bestätigt und die zeigen wir euch jetzt. Bevor es hier mit den Zahlen weitergeht, noch einmal drei Bilder als kleiner Eindruck der sanierten Wohnung. Insgesamt wurden 16.000 Euro 2017 in die Sanierung investiert, die auch 2017 voll steuerlich geltend gemacht werden können durch unseren Mandanten. Da gibt es so einige Voraussetzungen, aber da beraten wir unsere Mandanten dementsprechend. Wie wird so eine Modernisierung finanziert? Man muss also nicht unbedingt eigenes Geld investieren. Das macht unter Umständen auch wenig Sinn, da man ja über die höhere Mieteinnahme dann auch höhere Einkünfte versteuert und bei Finanzierung eben auch einige Zinsen als Aufwand dagegen setzen kann. Wir haben hier ein Beispiel mal gerechnet, wo ein Teil von 10.000 Euro über ein Modernisierungsdarlehen finanziert wird. Der Zinssatz dafür liegt bei 2,05%, die Rate bei 100 Euro monatlich. Das bedeutet eine relativ hohe Tilgung, sodass das Darlehen nach 10 Jahren abbezahlt ist. 100 Euro monatlich zusätzlich werden aber durch die höhere Miete mehr als ausgeglichen. Das werden wir gleich sehen. 6.000 Euro sind aus eigenem Kapital zwischenfinanziert. Die fließen aus der Steuerrückerstattung für 2017 dann in 2018 zurück. Wir haben für unser Beispiel hier ein zu versteuerndes Einkommen von 35.700 Euro gerechnet bei einem ledigen, also einem Spitzensteuersatz sozusagen von 38% inklusive Soli und Kirchensteuer. Welche Mietsteigerung hat sich nun konkret durch die Sanierung ergeben? Das ist ja auch die Ausgangsfrage gewesen. Wie wir gesehen haben, lag die Miete bei Kauf durch unseren Mandanten bei 323 Euro. Wir konnten die Miete dann im Laufe von 4 Jahren auf 422 Euro steigern. Und jetzt durch die Sanierung, durch die Investition von 16.000 Euro vor Steuern, wurde die Miete um 358 Euro auf 781 Euro gesteigert. Die Wohnung wurde sogar noch während der Bauphase vermietet, ohne dass wir die Miete jetzt nach oben absolut ausgereizt haben. Und das bedeutet eine Mietsteigerung von 85% im Vergleich zur Miete vor der Sanierung. Und sogar von 141% im Vergleich zur Miete bei Ankauf. Die 100 Euro für die Finanzierung, die aufgebracht werden müssen, werden also durch die 358 Euro höhere Miete mehr als ausgeglichen. Nun hatten wir schon gezeigt, dass es bei Mietsteigerung nicht nur darum geht, monatlich höhere Erträge zu erzielen, sondern auch den Wert der Wohnung zu entwickeln und wirklich Vermögensaufbau mit Immobilien für unsere Mandanten zu betreiben. Wir hatten schon über die Berechnungsmethode gesprochen. Wenn man also diese 358 Euro dann eben entsprechend aufs Jahr hochrechnet und dann mit 25 multipliziert, das ist ungefähr der Faktor in Friedrichshain, dann ergibt sich eine Wertsteigerung von 107.700 Euro durch die Sanierung. Also 16.000 Euro investiert, Steuerrückfluss etwas mehr als 6.000 Euro sogar, unterm Strich also nur 10.000 Euro netto investiert und 107.700 Euro ist der Wert gestiegen, der bei Verkauf nach 10 Jahren sogar steuerfrei ist. Zumindest ist das jetzt im Februar 2018 noch der aktuelle Stand des Steuerrechts. Seit Kauf wurde der Wert der Wohnung sogar um 138.600 Euro gesteigert durch die Mietsteigerung, unabhängig mal von den allgemeinen Wertsteigerungen in Berlin. Kann das wirklich sein? Über 100.000 Euro Wertsteigerung nur durch eine Sanierung? Das hört sich vielleicht für manche von euch übertrieben und unrealistisch an, aber wer die Verhältnisse vor Ort in Berlin-Friedrichshain kennt, der weiß, dass das eher untertrieben ist. Schauen wir uns doch mal den gesamten Wert der Wohnung, also das Gesamtbild an. Wir hatten eben ja gezeigt, dass der Wert der Wohnung durch die Mietsteigerungen um insgesamt 138.600 erhöht werden konnte. Hauptursache war eben die Sanierung im letzten Jahr. Addiert man diesen Betrag nun zum ursprünglichen Kaufpreis, dann ergibt sich ein rechnerischer Wert von 229.100 Euro. Zur Erinnerung, unser Kunde hat vor 8 Jahren nur 90.500 Euro bezahlt. Das entspricht einem Quadratmeterpreis von 3.729 Euro. Der Preis, der vor Ort gezahlt wird, liegt aber deutlich darüber.
Vor Ort in der Lage in Friedrichshain werden Preise zwischen 4.200 und 4.500 Euro gezahlt. Wir haben hier für die Kalkulation mal einen Mittelwert von 4.350 Euro angenommen. Und wenn man diesen Mittelwert nun mit der Quadratmeterzahl der Wohnung multipliziert, also knapp 63, dann ergibt sich ein Verkehrswert, ein Marktwert von 273.000. Daraus folgt, dass der Wertzuwachs 182.810 Euro beträgt. Das ist wirklich Vermögensaufbau mit Immobilien hoch 2, wenn ich das mal so sagen darf. Der Wert der Wohnung hat sich also in den 8 Jahren verdreifacht, ein Gewinn von 200%. Soweit zu den Zahlen. Vielen Dank, dass ihr mir bis dahin gefolgt seid. Man sieht anhand dieses konkreten, nachprüfbaren Beispiels sehr schön, wie lukrativ es sein kann, in einer richtig guten Lage eine schlecht vermietete und unsanierte Wohnung zu kaufen, einfach weil sie dann günstiger ist als vielleicht, wenn sie frei ist und saniert ist. Dementsprechend dann zwischen dem 4. und 8. Jahr zum Beispiel eine relativ umfangreiche Sanierung durchzuführen, die steuerlich geltend gemacht werden kann und eine entsprechende Wertsteigerung dann auch zu erzielen. Die ist ja nach jetzigem Steuerrechtsstand 2018 steuerfrei nach 10 Jahren, wenn man verkauft. Übrigens, auch in unserem aktuellen Objekt in Berlin-Friedrichshain, was demnächst in die Vermarktung geht, haben wir eine ähnliche Konstellation. Unsere Preise sind noch unter den Marktpreisen. Warum? Weil die Wohnungen eben nicht komplett saniert sind, weil die Mieten noch unter den ortsüblichen Mieten liegen. Und für unsere Anleger auch dort wieder die Chance, genau wie hier in diesem Beispiel, Mietsteigerung und Wertsteigerung mitzunehmen. Und die Wertsteigerung ist ja nach aktuellem Steuerrechtsstand, wir sind jetzt im Februar 2018, nach 10 Jahren noch steuerfrei, wenn man verkauft. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn ihr Fragen zu dem Video habt, zu den Zahlen habt oder allgemeine Fragen, dann schreibt uns gerne. Schreibt uns auch gerne Themenvorschläge zu Themen, die wir aufgreifen sollen auf diesem Channel. Wir haben ansonsten 2018 noch viele interessante Beiträge und Themen in Vorbereitung. Und wenn ihr keins verpassen wollt, dann abonniert einfach unseren Channel. Dann wird euch das immer angezeigt, wenn ihr auf YouTube geht. Aktuelle News erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Wir verlinken alles hier unter dem Beitrag. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen. Verabschiede mich im Namen der AMS Firmengruppe. Euer Heiko Kleinschewski.